Christus, Licht der Welt. Gott sei ewig Dank. Christus, Licht der Welt. Gott sei ewig Dank. Christus, Licht der Welt. Gott sei ewig Dank. Wir beten. Herr Jesus Christus, deine Auferstehung hat neue Hoffnung in diese Welt gebracht. Denn du bist durch den Tod hinübergegangen in ein Leben in Gottes Licht. Auch uns und alle, die auf dich hoffen, willst du diesen Lebensweg führen. Dafür danken wir dir. Hilf uns, das Licht von Ostern im Herzen zu bewahren, damit es uns leuchte in schweren Zeiten und die Gewissheit wachhalte, dass du selbst am Ziel unseres Weges stehst. Sei mit deinem Licht auch bei all jenen, deren Leben dunkel ist, deren Hoffnung erstorben, deren Glaube erkaltet. Lass auch für sie dein Licht leuchten und Ostern werden. Amen. Heute ist die Nacht der Erlösung.
In dieser Nacht gedenkt das Volk Israel der Befreiung aus der Knechtschaft und der großen Taten Gottes in seiner Geschichte. Der Herr sprach zu Mose und Aaron in Ägyptenland, sagt der ganzen Gemeinde Israel, am 10. Tage dieses Monats nehme jeder Hausvater ein Lamm, je ein Lamm für ein Haus. Ihr sollt es verwahren bis zum 14. Tag des Monats. Da soll es die ganze Gemeinde Israel schlachten gegen Abend. Sie sollen von seinem Blut nehmen und beide Pfosten an der Tür und die obere Schwelle damit bestreichen an den Häusern, in denen sie es essen. Es ist des Herrn Passa. Denn ich will in derselben Nacht durch Ägyptenland gehen und alle Erstgeburt schlagen in Ägyptenland unter Menschen und Vieh und will Strafgericht halten über alle Götter der Ägypter, ich der Herr. Dann aber soll das Blut euer Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen und die Plage soll euch nicht widerfahren, die das Verderben bringt, wenn ich Ägyptenland schlage. Ihr sollt diesen Tag als Gedenktag haben und sollt ihn feiern als ein Fest für den Herrn, ihr und alle euren Nachkommen als ewige Ordnung. Treuer Gott, du hast das Passafest gestiftet, damit Israel alle Zeit deiner Erlösung gedenke. Segne uns in dieser Osternacht, damit wir unsere Erlösung durch Jesus Christus gedenken. Wecke in uns die Hoffnung, dass du aus aller Knechtschaft befreist, auch heute. Wecke in uns die Hoffnung, dass du aus aller Knechtschaft befreist, durch Christus, deinen Sohn. Amen. So schreibt der Apostel Paulus an die Römer. Alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft. So sind wir mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wort der Heiligen Schrift. Liebe Ostergemeinde, in der Taufe hat Gott uns bei unserem Namen gerufen, jeden einzelnen von uns. Und er hat alles im Wasser untergehen lassen, was uns von ihm trennt.
In der Taufe hat Gott uns bei unserem Namen gerufen und uns seine Nähe versprochen. Ich kenne dich, hat er gesagt. Ich bleibe bei dir, auch wenn es um dich herum stockfinster ist. Nichts kann uns voneinander trennen, auch nicht der Tod. Ja, Gott hat sich entschieden. Er steht auf unserer Seite, auf der Seite des Lebens. Gott spricht: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Gott, unser Vater im Himmel, wir erinnern uns an unsere Taufe. Wie sehr wünschen wir uns, dass unser Leben gelingt, sinnvoll, glücklich, zufrieden. Bei dir können wir Sinn für das Leben finden. Du, Gott, kennst unsere Geschichte. Du hast uns lieb. Wir sind getauft auf deinen Namen und du erinnerst dich. Dafür danken wir dir. Amen. Bekennen wir gemeinsam unseren christlichen Glauben mit den Worten des Bekenntnisses von Nicäa und Konstantinopel. Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit. Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen, durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde von uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters, wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten. Seine Herrschaft wird kein Ende sein. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, das im Vater hervorgeht, damit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten und die eine, heilige, allgemeine und apostolische Kirche. Wir kennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden, wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Amen. Der Herr ist auferstanden, Halleluja! Er ist wahrhaftig auferstanden, Halleluja! Hört das Evangelium der Osternacht bei Matthäus. Als aber der Sabbat vorüber war
und der erste Tag der Woche anbrach, kam Maria von Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber schraken aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Und der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen hat, und geht eilend hin und sagt den Jüngern, dass er auferstanden ist von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hingehen nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Ehre sei dir, Herr, Lob sei dir, Christus. Der Herr ist auferstanden, Halleluja. Er ist wahrhaftig auferstanden, Halleluja. Der Herr ist auferstanden, Halleluja. Er ist wahrhaftig auferstanden, Halleluja. Der Herr ist auferstanden, Halleluja. Er ist wahrhaftig auferstanden, Halleluja. Da stehen sie, die beiden Marien,
Der Engel hat sich auf dem Stein vor dem Grab niedergelassen. Er weiß, warum sie da sind. Sie suchen den, der ihnen am Kreuz verloren gegangen ist. Doch der, den sie suchen, ist nicht da. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Das erfahren sie. Aber was soll das heißen, auferstanden? Sein Geist? Seine Seele? Sein Körper? War er vielleicht gar nicht tot? Verwirrend ist das und zum Fürchten. Und nun, kommt, seht, wo er gelegen hat. Und dann geht, und zwar zügig, zu den Jüngern und berichtet. Und sagt ihnen, dass Jesus ihnen vorausgeht nach Galiläa. Dort werden sie ihn sehen. Geht. Mit Furcht. Ja, die bleiben ihnen. Und mit großer Freude, die ergreift sie. Also mit Furcht und Freude machen sich die beiden auf dem Weg. Eilends, wie Matthäus schreibt. Und sie müssen gar nicht mal nachschauen. Engelworte genügen vollkommen. Er ist auferstanden. Sagt es weiter, er ist auferstanden. Das genügt. Im Grunde geht es mir wie den Frauen. Ich stehe vor dieser Erzählung wie die beiden vor dem Grab. Mehr muss ich nicht wissen und weniger will ich nicht glauben. Ich lese, ich höre die Worte des Engels durch die Zeiten hindurch. Sie erreichen und sie erschüttern mich. Er ist auferstanden. Das bringt dir immer wieder alle Erfahrungen, alle Gefühle durcheinander. Das Entsetzen über den Foltertod dieses Jesus. Radikal in seiner Liebe und auf seinem Weg. Am Ende verraten, verkauft, der politischen Willkür geopfert. Das ist ja nicht ungeschehen, nicht rückgängig zu machen. Das wirkt fort. Jedes Mal, wenn ich die Passionsgeschichte höre, an jedem Karfreitag wieder. Finsternis hat sich mit diesem Tod über die Welt gelegt. Tiefe Nacht war eine Morgen, von dem sie unter dem Kreuz noch nichts wussten. Tiefe Nacht war eine Morgen, den auch wir nicht kennen, wenn uns Sterben, Leid und Tod überwältigen. An der Schwelle des Tages geschieht das Unerhörte, das Unsichtbare. Im Zwischenraum, in der Zwischenzeit. Nicht mehr ganz Nacht und noch nicht Tag. Ein Riss, durch den das Licht dringt. Genug Licht, um einen Engel zu sehen, nicht mehr, nicht weniger. Genug Licht, um der Furcht eine leise Freude zur Seite zu stellen, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Genug Licht, um loszugehen, genug Licht für den einen Satz. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Machtvolle Worte. Für die beiden Frauen erzeugen sie Wirklichkeit. Was der Engel ihnen sagt, das ist Gottes Wort und Gottes Tat zugleich. Und das, was sie nicht sehen können, was niemand gesehen hat, das Unsichtbare, ist nicht unwirklich. Er ist auferstanden. Der Engel spricht es aus und es ist geschehen. Die Frauen hören es und sie machen sich auf den Weg. Und so pflanzt sich fort das Wort, springt wie ein Feuer von Mensch zu Mensch, wird weitergetragen wie eine Flamme durch die Jahrhunderte hindurch, die Jahrtausende. Er lebt. Er ist auferstanden bis heute. Was Matthäus von den Frauen vom Ostermorgen erzählt, das feiern wir in dieser Nacht. Feiern wir im Rückblick auf jenen Ostermorgen. Das Wort, er ist wahrhaftig auferstanden, das ist schon geschehen. Das ist ja schon in der Welt. Und zugleich liegt dieses Wort noch vor uns. Liegt vor den Finsternissen dieser Welt.
steht der Nacht unseres Leidens und Sterbens noch bevor. Lebensspendende Erfahrung und Hoffnungssatz zugleich wird das. Gesprochen im Vertrauen, dass wahr ist, was die Frauen weitersagen sollen. Gesprochen, vielleicht nur geflüstert, im Blick auf unsere Zukunft. Mit Furcht und leiser Freude. Zweifelnd und doch zuversichtlich. Zwischen Nacht und Tag. Das Entscheidende bleibt unsichtbar und doch gilt. Er lebt. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Amen. Immer wenn wir Abendmahl feiern, dann feiern wir, dass Jesus Christus auferstanden und bei uns ist. Im Brot und Wein, den Zeichen seiner Hingabe an uns Menschen, wird dies augenfällig. Das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit, soll für uns zum Brot des Lebens werden. Der Wein, die Frucht des Weinstocks, soll für uns zum Zeichen des Festes werden und zum Kelch des Heils. Wie aus Körnern das Brot aus den Trauben der Wein geworden ist, so macht Christus aus uns eine Gemeinde, ein Zeichen des Festes für diese Welt. Jesus Christus, der Auferstandene, spricht: Ich lebe und ihr sollt auch leben. Geht hin im Frieden des Herrn. Amen.
Guter Gott, wir bitten dich, lass dein Licht in die Welt hineinleuchten. Es leuchtet in dieser Gemeinde und in deiner ganzen Kirche. Es leuchtet, wo Menschen in Krieg und Streit leben. Es leuchtet, wo Menschen sich um Frieden mühen. Es leuchtet bei den Menschen, die nur Dunkel in ihrem Leben sehen, bei Trauernden und Einsamen, bei Kranken und Schwermütigen. Es leuchtet bei allen, die Menschen in dieser schweren Zeit begleiten, sich um sie kümmern, sie medizinisch versorgen. Es leuchtet bei den Menschen, die an den verschiedensten Stellen dafür Sorge tragen, dass unsere Gesellschaft zusammenhält. Lass dein Licht in uns leuchten. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht nun eure Wege fröhlich, lebt von Ostern her und tragt weiter, was ihr empfangen habt. Lasst euch die Freude der Auferstehung durch nichts nehmen und geht mit dem Segen des Herrn. Es segne, behüte euch alle, der allmächtige und barmherzige, der liebende und tröstende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Frohe Ostern.